Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Tagebuch zu Path of Exile. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle. Man sieht es schon, ich habe jetzt hier nur in Anführungsstrichen bis Level 33 gemacht. Wir haben jetzt schon 1648 Leben. Also ich habe jetzt nach der letzten kleinen Spezialfolge, wo ich euch erklärt habe, wie man am besten levelt und so, nach 3, habe ich dann glaube ich noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt und dann war ich schon 33 gewesen und das reicht erstmal vom Leben und so. Also viel mehr muss ich dann jetzt gar nicht machen, dass wir jetzt durchquesten können, da wir ja so auch noch ein bisschen XP mitnehmen können und so, ist es auch ein bisschen interessanter. Ich habe auf jeden Fall, das ist jetzt das, was ich noch getan habe, den Kreis des Lebens voll gemacht. Und das ist sowieso jetzt eine gute Stelle, weil wir jetzt ja dann doch jetzt ein bisschen anders skillen, dann kann ich dann gleich erklären, wo es jetzt als nächstes erstmal hingeht. Beziehungsweise, wo wir jetzt als nächstes skillen wollen. Ich überlege gerade selber, wir hätten jetzt zwei Optionen. Wir könnten jetzt hier nach unten gehen oder wir gehen erstmal, ich werde erstmal das hier mitnehmen. Das halte ich für die beste Idee. Shaber, das sorgt dafür, dass wir nochmal 1% Leben pro Sekunde regenerieren und 40% erhöht das nochmal die Mana-Regenerationsrate. Allein wenn das schon 1% Lebensregeneration wäre, ist das schon ein super gut investierter Punkt letztendlich. Aber dazu auch nochmal 40% Mana-Regeneration ist super geil und deswegen ist das, lohnt es sich auch dann nochmal die 10 Stärke, den Punkt mitzunehmen, um dann hier hinzukommen. Das wird jetzt erstmal unser erstes Ziel sein, was wir sehr schnell erreichen. Im Anschluss werden wir aber dann uns hier nach unten bewegen, beziehungsweise hier auch noch was mitnehmen. Da werde ich aber dann gleich später dann erklären, wenn es soweit ist, warum wir das machen, was wir da mitnehmen und so weiter. Gut, ansonsten, es ist nicht sehr viel passiert beim Leveln, außer dass ich einen Gamecutter gefunden habe. Jetzt habe ich schon zwei an der Stelle. Ein Gamecutter ist ein bisschen was wert. Ich glaube, ein Gamecutter müsste 3 Chaos Orb wert sein. Und damit kann man die Qualität von den Skill-Gems erhöhen, wo ich ja schon mal erzählt habe, dass dann noch ein extra Bonus dazu kommt, desto höher die Qualität ist, desto höher ist da noch irgendein Attribut besser oder ein extra Bonus dabei, wie zum Beispiel hier bei Melis Blech, hat man hier 8% Qualität, maximal ist er 20%. Und dadurch haben wir 8% Increased Area of Effect Radius, ne? Also quasi die AE-Effekt wird nochmal um 8% erhöht. Wenn man es auf 20% hätte, wäre der AE-Effekt halt um 20% erhöht. Gut, dann können wir an sich an der Stelle weitermachen. Es hatten auch ein paar Leute nachgefragt wegen Handeln und so. Das werde ich wahrscheinlich jetzt, während ich jetzt rumlevel und so, alles ein bisschen erzählen, wie man das am besten macht, auf welche Seiten man da am besten geht und auch was das, wie das mit den Orbs funktioniert, beziehungsweise was die Orbs für einen verschiedenen Wert haben und so. Da werde ich auch ein bisschen mit Links arbeiten. Wahrscheinlich, ja, das erkläre ich dann einfach während des Levelns jetzt. Ne? Damit ich das da so ab und zu, wenn ich an der Stelle habe, dann noch was sagen kann. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Das ist jetzt einer meiner Hassgebiete. Allgemein so diese ersten 50% von den Questen Akt 3 finde ich immer ziemlich nervig und penetrant, weil ich die Gebiete einfach nicht sehr gerne habe. Aber da müssen wir jetzt durch und das wird an sich auch gar nicht so lange dauern, bis wir Akt 3 durch haben. Also ich bezweifle, dass es länger als eine Stunde dauern wird. Müssen wir mal gucken. Also das habe ich ja in Akt 2 auch gesagt, dann hat es trotzdem länger als eine Stunde gedauert. Gucken wir einfach mal. Hängt ja natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, wie wir hier vorankommen und so weiter. So, diese Schlangen und so, gut, also wenn hier eine große Gruppe kommt, dann werde ich die noch umkloppen. Aber beides gehen werde ich jetzt auch ignorieren. Und wir müssen hier jetzt erstmal eine werte Dame befreien. Die ist dann auch ein Händler-NPC, die halt dann so Ringe und so ein Zeug vertickt, was man ja in jeder Stadt irgendwie hat. Und dann geht es quasi schon weiter. Und da müssen wir jetzt sozusagen jetzt hier in den Slums erstmal das Gebiet finden, wo die rumsteht, dass wir die da erstmal befreien können. Okay, die haue ich ja auch mal noch schnell weg. Und übrigens, Entschuldigung, das ist mir dann jetzt erst aufgefallen beim Produzieren, Folge 4 und so oder Folge 5, da war das alles ein bisschen desynchron, was den Ton vom Spiel anging, zum Gameplay. Ich habe absolut keine Ahnung, woran das liegt. Wir müssen wahrscheinlich wieder die Richtung hier. Ja, wir gehen mal hier unten weiter lang. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann es mir nur erklären durch die Ruckler oder so, dass da irgendein Mist passiert ist. Ich habe das dann extra schon in Folge 5, da ist es mir dann aufgefallen, versucht dann nachträglich noch ein bisschen wieder anzupassen, was natürlich immer sehr, sehr schwierig ist, da das ordentlich zu machen und so, weiß ich, dass das dann mit der Zeit wieder verschiebt. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist. Ansonsten muss ich dann halt dann wieder alle 30 Minuten die Tonspur vom Spiel dann wieder neu nachsetzen oder nachjustieren, was ich natürlich ungern mache, weil das einfach sinnlose Extraarbeit ist, die eigentlich nicht notwendig ist, weil normalerweise passiert das einfach nicht. So, hier haben wir schön viele, die kommen ja auch mal umkloppen. Aber ihr merkt schon, warum ich das Gebiet nicht mag. Es ist halt schon wieder super verschachtelt und die Viecher sind auch nicht so cool. Aber naja,
Ich meine, wir moschen uns jetzt hier einfach easy durch. Ich meine, das Gebiet ist Level 27, wir sind Level 33. Aber allein wegen diesen Gebieten hier, und da kommen noch weitaus ekligere Gebiete. Hier müssen wir dann später hin in diese Kanalisation. Also mal, hier sind wir auch nicht richtig. Okay, dann gehen wir mal weiter die Richtung hier. Na komm, die kloppen jetzt auch noch rum hier. Na? So, bam. Das ist ja wirklich immer so super verschachtelt und so. Ich mag das wirklich nicht so gerne. Also deswegen sollte man wirklich auch mal ein bisschen vorleveln, weil ja auch die Viecher machen schon wieder Chaosschaden und so. Und wenn man da an der Stufe ein bisschen zu niedrig ist, dann kann man hier auch ganz schnell sterben. Also ich bin kein großer Fan von den Slums. Ich glaube, das Gebiet mag ich sogar am wenigsten von allen Gebieten, die es gibt in dem Spiel. So, hier haben wir es. Super. Und da haben wir wieder die Leibgarde von der Pity. Die werden wir noch öfter sehen, diese schwarzen Typen. So. War schon der Boss gewesen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber es fällt ja auch alles wirklich super schnell, also. So, die auch noch, damit wir jetzt hier Ruhe haben. So, und da haben wir die Clarissa befreit. Bla 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 bla. Und jetzt sollen wir Tallman im Krematorium finden. Das Krematorium, haben wir denn da schon den Eingang? Ich glaube nicht, ne? Im Krematorium haben wir nicht den Eingang gefunden. Ich glaube, wir müssen einfach weiter die Richtung hier laufen. So Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe mal einen kleinen Cut gesetzt, bin jetzt einfach schon vorgelaufen zum Krematorium. Da ist jetzt nicht viel passiert, außer dass ich noch ein paar Viecher umgehauen habe. Ja, machen wir weiter, müssen ja die Quest weiter lösen. Währenddessen werde ich jetzt hier mal ein bisschen erzählen und so, wie das mit dem Handeln abläuft, wie das mit den Orbs abläuft, wie da die Verhältnisse sind und so. Ihr dürft da jetzt auch schon mal euren Blick kurz in die Videobeschreibung dann richten, denn da wird der erste Link sein, worüber ihr idealerweise am besten handeln könnt. Ihr habt zwar auch die Option über den Trade Chat, aber der ist immer ultra unübersichtlich, da tun die Leute halt willkürlich ihr Zeug da posten. Ab und zu haben sie auch ein Angebot, also ein Buyout drin, das heißt, da steht drin, was auch dafür wollen und so. Es ist aber in der Regel, jetzt ist es noch ein bisschen früh, es ist 7 Uhr und ja, der frühe Wurm fängt den Vogel, beziehungsweise umgekehrt. Da ist jetzt noch nicht so viel los, aber dann später nachmittags wird ja alles voll gespammt und ich finde das immer ziemlich stressig, da irgendwie nach Zeug zu suchen und so. Deswegen, der erste Link, den in der Videobeschreibung, führt euch zu einer Seite, wo ihr direkt Kriterien angeben könnt. Das könnt ihr euch so ein bisschen wie das Diablo 3 Auktionshaus vorstellen. Aber mit Sofortkauf letztendlich. Beziehungsweise müsst ihr dann selber noch dann ein bisschen feilschen und so. Ihr könnt ja direkt auf dieser Seite angeben, was ihr sucht für ein Item, was es für Eigenschaften haben soll, welches Level es Maximum hat und so weiter und so weiter. Ihr könnt letztendlich wirklich nach allem, was es in dem Spiel gibt, suchen und auch wirklich alles eingrenzen, was Attribute angeht und so weiter. Also ihr könnt da sogar Skillcamps kaufen. Oh, es war hier gerade ein bisschen leckig gewesen. Und was sehr schön ist, ihr könnt dann auch auf der Seite direkt angeben, ob der Typ, dem das Item gehört, ob der direkt online sein soll. Dann kriegt ihr wirklich nur die Items angezeigt von denen, die gerade online sind, die ihr dann direkt anschreiben könnt. Der Name steht dann immer direkt bei dem Item da. Den könnt ihr dann einfach direkt anschreiben und halt entweder fragen, was er dafür haben möchte, beziehungsweise ihr macht ein Angebot. Oder ihr könnt auf der Seite, und das ist auch sehr cool, direkt angeben, dass ihr immer oder dass ihr nur Items angezeigt bekommt, die ein Buyout haben. Das heißt, einen festen Preis, was ihr dafür möchte. Das macht halt vor allem da Sinn, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Gebt mal einfach an, okay, ich suche jetzt das und das Item. Will aber nur die angezeigt haben, wo ein fester Preis feststeht. Und wenn ihr da irgendwie 20 Items gelistet bekommt, dann könnt ihr einfach miteinander vergleichen, wie viel die Leute wollen und nehmt davon dann einfach das Billigste. So vom Verhältnis her, was das Item leistet und von dem, was es kostet und so. Und da werdet ihr dann auch merken auf jeden Fall, dass da sehr oft die Chaos Orbs angegeben sind. Das ist wie gesagt so die gängige Währung in dem Spiel, die wird wirklich am meisten verwendet, sagen wir mal zu 80% oder so. Das heißt aber nicht, dass die anderen Orbs wertlos sind. Im Gegenteil, die anderen Orbs sind letztendlich, haben auch ihren Wert. Das Verhältnis ist halt nur immer anders. Ihr könnt wirklich alle Orbs in Chaos Orbs umtauschen. Ihr könnt sogar Portalrollen in Chaos Orbs umtauschen. Das ist halt nur dann, das Verhältnis muss man halt nur wissen. Es ist zum Beispiel so, dass 160 Wisdom Rollen, das sind ja diese Rollen zum Identifizieren, sind ein Chaos Orb wert und so weiter und so weiter. Und damit ihr ungefähr wisst, wie dieses Tauschverhältnis ist, dass ihr immer wisst, auch wie viel Orbs ihr von der Gattung braucht, um ein Chaos Orb zu bekommen, haue ich euch noch einen zweiten Link in die Videobeschreibung und dort sind die ganzen Verhältnisse gelistet, zumindest von den Orbs zueinander und so. Dass ihr da, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das Verhältnis ist, da einfach nachgucken könnt und ja,
dass ihr dann auch mit allem Möglichen in der Lage seid, zu guten Bedingungen, ohne euch verarschen zu lassen, da an Chaos-Orbs ranzukommen. Falls ihr irgendwie mal Items braucht oder so, macht das in der Regel Sinn, das davor in Chaos-Orbs umzutauschen. So, das wäre dann der zweite Link sozusagen. So, ich suche jetzt hier gerade den Scheißweg zu Pity und finde mal wieder nicht. Nee, aber das ist auf jeden Fall sehr viel komfortabler letztendlich, als sich da irgendwie erst im Chat da rumzusuchen und so, vor allem weil da wirklich ja willkürlich Items gepostet werden. Das Einzige, wo es wirklich Sinn macht, den Trade-Chat zu benutzen, ist, wenn man selber Orbs verkaufen möchte. Das heißt, man hat zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 100 solche Chromatic Orbs, das sind diese hier, mit die Farben von den Sockeln ändern, die man ja auch bekommt, wenn man hier diese Items mit drei verschiedenen verlinkten Sockeln bei einem Händler vertickt und so. Sagen wir mal, wir haben 100 Stück davon. Ich warte mal noch, bevor ich PD angreife und erzähle das mal noch schnell, weil da will ich ein bisschen konzentriert sein. Dann guckt ihr einfach nach auf dem zweiten Link, wie ist das Verhältnis dafür, wie viel Chromatics brauche ich, um ein Chaos Orb zu bekommen. Das Verhältnis ist 1 zu 20, also 20 Chromatics ist ein Chaos Orb sozusagen. Und zu diesem Verhältnis könnt ihr das dann einfach im Trade-Chat angeben, macht einfach Want to Sell, also WTS, Chromatic 20 zu 1 Chaos und spam das einfach überall rein, da gibt es immer mehrere Trade-Chats hier. Und irgendwann würde ich dann definitiv einen anschreiben und sagen, jo, hier, ich brauche gerade Chromatics und so und lass mal den Deal machen und dann gibt euch ein Chaos für 20 Chromatics, vielleicht auch zwei Chaos für 40 gleich und so weiter. Also da kann man den Trade-Chat auf jeden Fall schon verwenden, das macht Sinn. Gut, Leute, machen wir jetzt Pity schnell, beziehungsweise das ist wieder so eine Zwischen-Pity. Ganz tot bekommen wir die hier noch nicht. So, jetzt muss ich ja wirklich ein bisschen aufpassen, weil die haut immer schon gerne rein hier. Aber wir haben eigentlich so viel Leben, eigentlich sollte es kein Problem sein. Aber wie gesagt, ich bin ja auch schon mal dran gestorben an der. Ja, okay, die ist easy. Die ist doch easy. Wow, ich habe die sogar gekillt, das geht normalerweise gar nicht. Ja, da ist sie wieder weg. Pity ist immer sehr, sehr nervig. Ich habe ja schon gesagt, dass das eine sehr unangenehme Frau ist. Hätte ich nicht so gerne Freundin. So, und jetzt müssen wir zurück erstmal das Ding abgeben, dann machen wir das mal, was wir jetzt hier gerade bekommen haben. Und dann muss ich selber erstmal überlegen, wie wir jetzt idealerweise weitermachen, dass das wirklich so effektiv ist und nicht allzu lange dauert. So, jetzt kriegen wir hier einen Schlüssel, da kommen wir dann hier in diese Kanalisation rein, hatte ich ja vorhin gesagt, dass wir da als nächstes dann hin müssen. So, gucken wir mal ganz kurz. Naja, das führt jetzt letztendlich alles hier hin. Eigentlich müssten wir jetzt erst durch die Kanalisation gehen. Dadurch, dass ich mir aber schon den Wegpunkt von Docks geholt habe, würde ich einfach jetzt Docks gehen, dann hier hin und dann hier hoch. Das halte ich für die schlauere Lösung und ist, glaube ich, auch der bessere Weg, um die Quest hier schnell zu lösen. Machen wir noch hier. Kriegen wir noch eine Quest Reward? Okay, kriegen wir noch was? Ja, hier mit Find the 3 Platinum Busts oder wie auch immer, das werden wir dann danach machen. Also ich mache es immer so, ich weiß nicht, ob das die schlauste Variante, so die effektivste, ich glaube aber schon, weil ich so immer recht schnell vorankomme. Ich mache immer erst das hier mit dem Krematorium, beziehungsweise des Lams, die Clarissa befreien, dann gehe ich Krematorium, hau die Pity weg und dann kriegt man die ganzen Quests und dann tue ich einfach Docks wieder gehen, hat man ja schon davor, weil man ja da gelevelt hat. Geh hier Battlefront, löse hier schnell eine Quest und mach dann hier erstmal die Quest in diesem Gebiet und erst dann gehe ich dann wieder Slums in die Kanalisation und renne dann einfach hier durch. Werdet ihr jetzt ja mitbekommen, wie das abläuft und so, aber ich denke, dass die Vorgehensweise ist auf jeden Fall nicht schlecht, auch wenn es nicht die genaue Reihenfolge ist, aber es ist okay und man kann es so machen. So, das sind alles wieder so Items, die ich jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht 100% brauche. Ich werde die erstmal jetzt hier so lassen, wie es ist. Vielleicht suche ich mir dann später noch was in Ruhe raus. Machen wir dann wirklich in Ruhe. Also, machen wir es jetzt so, ich werde jetzt erstmal Docks gehen, dann brauche ich jetzt eigentlich keine neue Instanz starten, aber ich bin es einfach gewohnt, das zu machen bei Docks. Gehen dann erstmal Battlefront und machen dann weiter mit den Quests. So, wir haben übrigens auch noch eine Quest, die kann ich mal noch schnell abgeben. So. Ist übrigens jetzt nichts, was ihr verpasst habt, großartig oder so. Der Typ sagt einfach mal, soll ihm wieder was bringen und das findet ihr hier an den Docks dann. Habe ich quasi schon längst besorgt und dann könnt ihr das dann einfach abgeben beim nächsten Mal, wenn ihr dann das nächste Mal wieder levelt. Das habe ich halt jetzt noch vergessen die ganze Zeit. Ist aber jetzt nichts irgendwie. Was jetzt entscheiden wir ja, da ihr das automatisch in der Regel schon immer selber automatisch dann noch macht. Ja, die Viecher haue ich ja trotzdem mal noch um, weil die XP ist ja immer noch ganz gut. Na ja, komm. Also Clarity ist nur an, das ist super. Hier haben wir zum Beispiel einen Chromatic und davon wie gesagt 20 Stück und dann kriegt ihr einen Chaos Warp.
Und man sieht hier die Viecher, die hauen immer noch gut rein und da sind noch Weiße gewesen, also da muss man wirklich aufpassen, da muss man wirklich aufpassen. Wenn sie jetzt Blaue gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot, zumindest hätte ich da nicht reagiert oder so drauf. So, hier sind jetzt richtig viele. Bam. Ach, das ist schon geil mit Infernal Plow. Und da sieht man jetzt auch mal wieder oder nochmal, warum Dogs wirklich nice sind zum Leveln. Irgendwann ist halt nur wirklich das Problem, dass es vom Level her einfach zu niedrig ist, die Viecher dann. Aber ich renne jetzt hier einfach mal durch, scheiß drauf. So Leute, da sind wir beim Durchgang. Ich habe zwischendurch einen Ring gefunden hier, einen gelben. Da freue ich mich immer drüber, weil da kann doch mal was Gutes bei rauskommen. Ich würde sagen, wir identifizieren den jetzt einfach mal und gucken. Achtung. Der ist gar nicht so schlecht. Also ist jetzt nicht irgendwie wertvoll oder so, aber er ist doch besser als was wir haben, oder? Dann kann ich das nicht mehr tragen, das ist kacke. Wie sieht's denn aus hier? Ja, wir haben leider Lightning nicht so hoch, aber den Ring, den werde ich mir aufheben. Der ist, wenn man mit Level 26 ist, ist der gar nicht so schlecht. Gerade 50 Leben ist nett und 29 Kälteresi ist auch ganz cool, 24 Stärke ist auch nicht schlecht und 14% Magic Fine kann man auch gebrauchen. Da droppt halt mal ein bisschen mehr cooles Zeug und so. Bogen kann man auch gleich mal noch machen. Ja gut, den werde ich dann verticken. So Leute, dann machen wir jetzt Battlefront und hier müssen wir ganz schnell was aufheben. Und dann geht's auch schon weiter. Wir werden jetzt erstmal hier schnell noch eine Quest machen, beziehungsweise vorbereiten, was aufheben, was wir dann fürs nächste Gebiet brauchen. Und hier haben wir schon wieder von Pity die Leibwache hier. Wie gesagt, die werden wir noch öfters treffen. Die sind aber eigentlich immer recht angenehm. Außer die mit dem Blitzschaden hier. Diese Tussis da, die ständig diese Blitzdinger werfen, die können dann über die Zeit sehr, sehr nervig werden auf jeden Fall. Gerade wenn man Blitzriesi nicht am Cap hat. Aber ich meine, das Gebiet ist Level 30. Ich hau mich ja noch ganz gut durch, auf jeden Fall. Das dürfte sich an sich auch so durchziehen. Wobei ich später dann wieder ein bisschen aufpassen muss dann, desto weiter wir kommen. Ah, hier geht's jetzt erstmal noch. So, haben wir wieder einen orangenen Miniboss. Ah, das ist jetzt auch nicht so das Problem. So, und hier Blackguard Chess. Kriegt man diesen Ribbon Spool. Und weiter geht's. Diesen Ribbon Spool, wenn ich mich nicht ganz irre, brauchen wir jetzt auch gleich für das Gebiet, wo wir jetzt hinlaufen. Wenn man den nicht aufhebt, muss man dann erst wieder zurücklaufen, das Ding aufheben und dann wieder in das Gebiet zu kommen, um das abzugeben. Deswegen macht es halt Sinn, das Ding gleich schon mitzunehmen hier an dieser Stelle. Den Stab würde ich gerne mitnehmen, weil da gibt es ja wieder ein Chromatic dafür. So, weiter geht's. Ah cool, haben wir einen Wegpunkt. Nehmen wir auch gleich noch mit. Wenn mal irgendein Kollege den Wegpunkt braucht, ansonsten werden wir den wahrscheinlich nicht nochmal benötigen. So, gucken, hier geht's auch lang. Wollte jetzt gerade Kalibsheim runter machen, aber egal. Oh, ist schon wieder so eine Scheißsackgasse. Muss mal gucken, wie wir jetzt hier am besten weiterkommen. Geht's hier hoch zufällig? Ah, ich liebe Liebslam. So, hier geht's auch nicht weiter. Kann auch sein, dass wir dann hier runter müssen. Ne, muss man nicht. Das ist richtig hier. Da, wo diese komischen, weiß nicht, was das für Viecher sind. Da muss man auf jeden Fall lang. Weil umhauen muss ich jetzt wirklich nicht alle. Das lohnt sich nicht. Und da müssen wir jetzt hier rein. Und dann kommen wir jetzt sozusagen in dieses Gebiet hier. Und dafür haben wir auch dieses Ribbon Spool, wie das heißt, da aufgehoben. Damit wir da die Quest dann gleich gelöst haben, sozusagen. Strange. Age has not touched this place. Und wenn wir das dann haben, ist es eigentlich gar nicht mehr so viel, was wir dann zu erledigen haben. Also es kommt natürlich noch ein bisschen was, aber es wird dann nicht mehr lange dauern, bis wir dann bei Pity sind. Und Pity dürfte dann noch nicht so das Problem sein. Richtig akti, eklig wird es dann wirklich erst bei Dominus. Aber vom Leben sieht es jetzt schon nicht so schlecht aus. Ich muss dann vielleicht nochmal ein bisschen wegen den Riesis schauen und so. Aber ansonsten dürfte das eigentlich jetzt nicht so das große Problem werden. Aber ich werde jetzt hier auch weitestgehend durchrennen, weil Level 30 lohnt sich einfach nicht, die umzuhauen. So Leute, da scheinen wir endlich richtig zu sein. Ich bin gleich schon mal an Level 2 gegangen und habe mich dann auch wieder 1000 Mal verlaufen. Deswegen ich dann hier auch nochmal bis hier in den Cut gesetzt habe. Aber es ist wie gesagt, dieses ganze Gebiet sieht dann immer ziemlich gleich aus und immer die gleichen Viecher und es ist auch bis dahin nichts passiert. So, wir nehmen erstmal den Wegpunkt mit und jetzt kommen wir erstmal zu der werten Dame, wo wir jetzt hier unsere Quest abgeben können, beziehungsweise glaube ich sogar noch eine neue bekommen von Lady Diala. So, wir kriegen erstmal noch einen Ring, das ist, weil wir hier dieses Ding da vorhin eingesammelt haben in der Battlefront. Ich bin ja dafür, dass wir hier Lightning-Resistenz mitnehmen.
Immer Lightning Resistance. The cockroaches are coming. So, und jetzt geben wir hier noch einen Questgegenstand, den wir dann brauchen. Leave me, not a cockroach. Also letztendlich habe ich jetzt schon eine Quest gemacht, die man erst später dann aufbekommt, nochmal erneut. Und habe das quasi jetzt schon gemacht, weil man ansonsten nicht weiterkommt. Und das werde ich euch dann gleich zeigen, wo der Punkt ist, wo man dann eigentlich die Quest bekommt, dass man das hier machen soll, um diesen Infernal Talk zu holen. So, erstmal gucken, was das für ein Ring ist. Ein Scheißring, schade. Auch nicht so gut. Das braucht man, ich weiß gar nicht, warum ich das aufgehoben habe. So gut. Und dann zeige ich euch mal ganz schnell noch einen Raum. Denn dieser Raum, den ich euch jetzt zeige, der hat dann schon ein bisschen was mit dem Endgame zu tun. Was genau und so weiter, für die es noch nicht wissen, werde ich jetzt noch nicht erzählen. Das mache ich dann, dieser Raum hier, das mache ich dann, wenn es soweit ist und ich auch das Level dafür habe und das dann machen kann, dann werde ich euch das dann alles erklären, weil das auch nochmal ein bisschen mehr ist, was da zu erzählen gibt. Und normal passiert ja in dem Raum dann auch noch ein bisschen was. Es sieht aber schon mal ganz cool aus auf jeden Fall. So, hier sind wir an sich jetzt fertig. Dann machen wir jetzt mal in die Stadt zurück. Und dann jetzt müssen wir erstmal die Kanalisation dann. Und für Pity wird das jetzt nicht mehr so lange dauern, denke ich, bis wir bei Pity sind. Wenn wir halbwegs schnell durchrennen. So Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe mal schon den einen Punkt in Stärke investiert und möchte euch jetzt nochmal einen kleinen Überblick geben, wie wir jetzt hier weiter skillen werden erstmal. Wir haben jetzt an sich zwei Optionen, weil einerseits werden wir hier dann irgendwann diesen Pfad noch nach oben wandern. Die zweite Option, und das werden wir aber erstmal machen, weil das mehr Verteidigung geht, ist diesen Pfad hier runter wandern und dann nach rechts. Hier sind einige Sachen unterwegs dabei, die wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Beispielsweise ein Endurance Charge mehr, dass es halt dann schon viermal stacken kann. Dann kriegen wir hier zum Beispiel 0,2% Lebensregeneration pro Endurance Charge und am Ende werden wir ja 7 oder 8 Stück haben, das heißt, das macht irgendwie fast 2% Lebensregeneration nochmal aus, weil wir sowas hier nochmal öfters mitnehmen werden. Was auch noch wichtig ist, ist dann hier 2% Life Leech, das nehmen wir mit. 30% Increased Fire Damage with Weapons, also nochmal 30% mehr Feuerschaden. Macht bei uns sehr viel Sinn, weil ja Infernal Plow, wo haben wir es, hier haben wir es, wo steht's? Hier steht's. Main Hand das 161 bis 243 Fire Damage. Macht halt immer einen Teil Feuerschaden schon im Infernal Plow. Und das wird dann nochmal um 30% erhöht. Und da einen Punkt zu investieren, lohnt sich da auf jeden Fall. Das ist normal bei Infernal Plow, dass es auch mal ein bisschen Feuerschaden macht. Deswegen sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, zu 60% oder so von Infernal Plow ist immer Feuerschaden. Und das wird halt dann nochmal um 30% erhöht. Da sind noch einige solche Sachen dabei, das wird jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen, da jetzt jeden Einzelnen zu erzählen, was wir da mitnehmen. Unser Ziel hier auf jeden Fall, erstmal in diesem Pfad, wenn wir jetzt runter und dann rechts gehen, ist das hier, Iron Reflexes. Das hatte ich auch schon mal in der letzten Folge, oder wenn es die letzte Folge ist, also in der Folge, wo ich hier Docs und so gezeigt hatte, erklärt. Wir werden dann skillen und das ist das hier, dieser Punkt, dass der alles von Evasion Rating, also von diesen Ausweichen-Dings-Zeug, wird dann in Armor umgewandelt und das macht nochmal sehr, sehr viel aus, dass unsere physische Schadensreduktion nochmal gut nach oben geht auf jeden Fall. Das ist unser Ziel hier. Was ich vielleicht auch noch mitnehmen will, wo ich mir aber noch unsicher bin, ob ich es mache, aber wahrscheinlich schon, ist Mind Over Matter. Da wird immer 30% vom Schaden, wenn wir getroffen werden, erst vom Mana abgezogen und erst dann vom Leben. Das muss ich aber probieren und testen, wie das so ist und ob wir dann noch genug Mana haben und so. Aber ich glaube, dass ich das auch mitnehmen werde. Und wie der Weg dann aussieht und so, das werde ich euch dann in den kommenden Episoden dann von dem Tagebuch zeigen. Das wird es uns einfach zu lange dauern, um das alles zu erzählen. Vor allem, weil es dann das nicht alles ist, sondern weil wir dann auch noch irgendwann nach oben wandern werden. Das ist aber dann wirklich Zukunftsmusik und muss ich da wirklich auch erstmal so weit kommen. Gut Leute, machen wir weiter. Von der Chronologie her hätte man das jetzt auch anders machen können. Also letztendlich hätte man auch wirklich das Krematorium und diese ganzen Quests hier machen können und dann einfach hier lang wandern und dann hier hätte man dann wie gesagt den Auftrag bekommen, man kommt erst weiter oder hier oder so oder hier in diesem, irgendwo in diesem Bereich, wenn man hier durch will, hätte man den Auftrag bekommen, dass man doch bitte hier Solaris Tempel soll erstmal, um irgendwas zu bekommen, damit man hier weiterlaufen kann und das machen wir sozusagen jetzt schon, beziehungsweise machen wir jetzt, weil wir das davor schon gemacht haben und wir können jetzt also direkt schon dann durchwatscheln einfach ohne Probleme. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder das Slums gehen. Und in diese Kanalisation rein, den Eingang hattet ihr ja schon mal gesehen, dafür haben wir ja schon den Schlüssel bekommen, als wir hier die PD im Krematorium da vertrieben hatten. Und ich denke, das ist wieder ein Zeitpunkt, wo ich erstmal wieder einen Cut setze und wir sehen uns dann, sobald ich den Eingang gefunden habe, weil das habt ihr ja alles ja schon gesehen, also bis gleich.
Ist das riesig, das Vieh, Alter. Jetzt nicht mehr. We'll be right back.